Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Erstmal wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende und zweitens heute Abend 20 Uhr ist Livestream. Schaut gern vorbei. Links sind in der Videobeschreibung. Auch gerne, schaut gerne bei Freezy vorbei, logischerweise. Links auch in der Videobeschreibung. Und lasst eure Däumchen da, wenn euch die Folge gefällt, beziehungsweise schreibt gerne, was ihr meint, in welche Richtung diese Story gehen könnte. Ich muss ganz ehrlich zugeben, wir wissen es leider nicht. Fritze. Joel. Ja. So. Hier ist was los wieder mal. Liv, wie geht's dir? Warum muss immer so eine Scheiße bei uns passieren, Fritze? Kannst du mir das mal sagen? Hansen, wie geht's Ihnen? Das ist nicht. Ja, alles gut, Herr Bayer, aber es ist ja nichts passiert. Es ist ja nur unordentlich. Fritze, das war vorher schon, oder? Ich will eine Putzfrau. Ich hab keine Lust mehr. Ständig wird hier irgendwas durchwühlt. Ich mag nicht mehr. Ich brauche doch einfach eine Alarmanlage anstatt eine Putzfrau. Bei der Hütte wundert mich das eh, dass der nichts ist, ne? Mit Alarmanlage. Mit Selbstschusswaffen und Laserkanonen. Jedis, die aus dem Boden kommen. Ja, aber was machen wir jetzt hier? Wir müssen den Typ irgendwie. Und vor allen Dingen, es geht immer noch drum, was ist mit Harald? Aber nur eine kurze Frage. Wer hat diesen hässlichen Traktor gekauft, Fritzel? Ist echt, was soll das? Hässlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle wünsche ich mir vielleicht, du wärst schon ein bisschen eher zu Hause gewesen. Okay, folgender Plan. Sie fahren jetzt nach unten, suchen alles ab. Ich fahre in die Dienststelle und suche ein altes Foto. Weil ich kenne diesen Mann eigentlich, aber er hat echt eine dicke Nase. Und ich muss das vergleichen. Ich weiß, also, ich könnte schwören, dass es der Mann ist, aber ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher bei dem Zeug, was hier gerade passiert. Warte. Ja? Die Heiratsurkunde ist weg. Ja, ich weiß nicht, guck doch, das alles durchwühlt und hinten... Sie wissen aber schon, dass das im Standesamt noch hinterlegt ist, oder? Ja, dann ist ja okay, aber die ist weg. Das war ein schönes Dokument, das war so richtig. Ja gut, jetzt können Sie halt... Ja, aber ganz ehrlich, der hat ja bei uns auch schon die Dokumente durchwühlt. Was will denn der mit einer Heiratsurkunde? Vor allem, was will er mit Harry? Ja, und was will er mit Chinchillas? So, jetzt reicht es. Was denn jetzt wieder? Jetzt mache ich ihn alle. Er hat mir gedroht und jetzt beklaut er mich noch. Ja, willkommen im Club. Sekunde. So, jetzt gibt es eine Frage, wenn die Heiratsurkunde weg ist. Finger weg. So, komm, wir müssen. Wollen wir nicht lieber mit dem BMW fahren, damit sind wir schneller? Jetzt geht schon wieder mein Telefon. Hallo? Ja, Herr Chef. Ja. Also ich finde es ja wirklich eine Frechheit. Ich habe jetzt echt keine Zeit für sowas. Eine bodenlose Frechheit. Doch, du hast jetzt Zeit für mich. Was denn los? Also, du kannst gerne mit mir reden, wenn du was brauchst. Mal kurz auf Lautpegel. Aber einfach in mein Büro zu gehen... Und alles durchzuwühlen. Die Aktenschränke sind aufgerissen. Alles liegt kreuz und quer. Ich kann hier nichts mehr arbeiten. Was soll denn das? Bist du bescheuert? Meinst du, ich war das oder was? Herr Bayer, bei mir in der BGA wurde auch alles durchsucht. Bei auf Gustav, dahin! Gustav im Büro, alles durchsucht. Ja, dann fahren wir jetzt in die BGA, komm. Gustav, ihr kommt zur BGA, bleibt da stehen. Ich bringe Miguel und die Bayer und den Bürgermeister und alle mit. Weil ist Gustav noch dran? Gute Entschuldigung. Ist Gustav noch dran? Ja. Gustav, warte mal, ich gebe dir mal eben Miguel. Heul leise, Chantal. Ja, Miguel. Hier. Ey, kann ich BMW fahren? Hier bleiben. Ich bleib hier, ich versuche mir einen Bunker. Oh, ich will nicht mehr. Und ruf schon mal einen Sicherheitsdienst, wir graden ab auf Panzerglas und Alarmanlage. Okay. Sei vorsichtig. Ja, ich bin vorsichtig. Sicher, dass du sie alleine lassen kannst? Ey, die ist ja total hysterisch. Mein Gott. Ja, lass sie hysterisch zu Hause sein, als hier im Auto. Nein, ich hätte. Alter Vater, ey, ohne Witz. Also ganz ehrlich, das nimmt hier ganz komische Züge an. Da kannst du mir sagen, was du willst. Also das ist... Vor allen Dingen, was hat denn der Bayer jetzt erzählt mit irgendeiner Nase? Was will denn der mit einer Nase? Ja, der hat doch vorhin schon am Anfang die ganze Zeit gesagt, dass er eine dicke Nase bekommen hat. Ja, kardallmäßig oder was? Ach nee, das war das Auge. Ich weiß es nicht, vielleicht ist er ihm nur ähnlich oder ist ein Bruder oder was weiß ich von dem. Ja, aber die werden ja wissen, mit wem die da labern. Vor allen Dingen, der Typ hat ja so eine polarisierende Stimme. Das ist ja eigentlich unverkennbar, oder? Ey, soll ich was vielleicht sagen? Hat er sich... Was denn? Der Peter und der Rolf, die stecken da mit drin. Ich wusste das schon immer. Meinst du? Ich weiß es nicht, aber ich wusste es schon immer. Ich hab den Bayer schon immer für korrupt gehalten. Hm. Meinst du? Peter hat auch manchmal so Tage, wo ich mir denke, oh, gleich knallt es. Peter? Peter ist Ehrenmann.
Ja, manchmal. Ich habe Ausbildung gemacht. Praktikum im Dings hier in der Stadt. War richtig gut. Ich meine, gut, ich hätte mir auch gewünscht, ich kann ein bisschen mehr machen, aber naja. Aber beim Rolf, dass er mir das... Also, ganz ehrlich, das ist doch... Das ist doch unlogisch. Also, ach, nee. So, warte mal, BGA, wie fahr ich am dümmsten? Ich fahr hier oben die Dings, hier geht's ja. Ja? Genau, fahr jetzt hier und dann links den Feldweg direkt und dann fahren wir hinten rum rein. Genau, hier geht's ja gerade um wichtige Sachen, deswegen dürfen wir das. Gefahrenverzug genau. Geht's hier. Außerdem ist das meine BGA. Hä? Außerdem ist das meine. Was denn? Ich fahr nicht hier rein. Warum? Weil mir das zu heiß ist. Ich hab keinen Bock. Weil ich sag dir, was passiert. Ich fahr hier rein, der Bayer ist da unten und dann krieg ich wieder meinen Führerschein, geht das wieder los. Das ist sowieso alles nur so auf der Kippe. Weißt du, warum der dir jedes Mal den Führerschein wegnimmt? Nee. Yeah. Du musst mit dem diskutieren. Mir hat er noch nie den Führerschein weggenommen. Ey! Guck mal, was ich für Unfälle gemacht habe. Links rum. Fein, Oli! Die haben mich bedroht um mein Haus. Die feine Fahr! Ich fahr da schon. Jetzt ist er dran. Schnapp ich mir. Mit der Macht, Junge. Dreck ihn weg. Ruf Bayern! Die Karre drauf gehen. Ruf Bayern! Rabin! Bist du sicher? Ja! Das kann ich machen. Und dann lässt du mich mit ihm dran. Oh. Ey! Du Penner! Miguel, lass mich fahren! Los! Wir fahren 100! Ich kann nicht einfach rüberhüpfen! Boah, der Mini geht aber, ey! Was ist denn? Halt dich fest! Du hast mich gerade angeschnallt, tu ich sonst nie! Okay, ich hab ihn! Ich setz ihn fest! Halt an, du Lauch! Nein! Halt! Was wie dein? Was? Wo ist der hin? Scheiße, was ist das? Warte. Alter, guck doch mal, das ist ein Supercar. Ey, ohne Witz, was ist das für ein Ding? Da kommt kein Mensch hinterher. Guck doch mal, der fährt. Das ist fast wie von Inspektor Gadget. Ja, der macht kein Gogo Gadget, dann springt er einfach weg hier. Boah, Alter, das ist aber auch der BMW, ist aber auch nichts für die Feldwege. Sagst du, wie es ist? So, Scheiße! Haben wir ihn verloren. Ach nö, oder? Das kann ja nicht sein. Ich gefahren wäre, ich hätte ihn voll. Bam! Dann kommst du wieder, stehst am Landhandel mit der Rechnung. Der muss hier lang sein, das ist der einzige Weg. Scheiße, jetzt sind wir wieder an der Kreuzung. Ja, wie kann der so schnell weg sein? Ohne Witz. Hier. Ups. Das Fritzl-Genossenschaftsschild könnte auch mal abgenommen werden, ey. Steht hier die Rasserbande. Schauen Sie mal, Herr Manus. Schauen Sie mal das Bild an. Ja. Dann sehen Sie die Nase, die ist viel kleiner als bei dem Herrn jetzt. Das ist eine kleine Nase, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Die Stimme ist fast die gleiche irgendwie, aber der sieht so irgendwie anders aus wie auf dem Bild. Ja, ich sag mal, ist das euer Kumpel? Wer? Ne, der! Der auf dem Bild, was ich ihn gerade zeige... Ja, nee, das ist euer Kumpel! Da müsst ihr wissen, der Typ, das da ist. Der sieht aber anders aus als der Typ, der da ist, aber der spricht genauso wie er. Da stinkt irgendwas. Vielleicht ist das eine Sprechwechslung. Das könnte natürlich sein, das stinkt auf jeden Fall. Oder, Herr Friese, was sagen Sie? Schauen Sie mal. Schauen Sie mal, diese Riesennase, die er hat und diese kleine, kompakte Nase, die mein ehemaliger Gruppenführer hat. Ah, das stimmt. Also, ich glaube, dass der irgendwie, keine Ahnung. Haben Sie den jetzt irgendwo wieder gesehen? Gustav, fehlt irgendwas. Wir sind hier vorne, bevor wir links abgebogen sind, ist er an uns vorbeigefahren. Du, warum rufen Sie mich nicht an? Ich habe dreimal geschrien, der soll nicht anrufen, Herr Fritz. Ich bin gefahren. Gegen ich mich gearbeitet. Den und M8 jetzt bist du bei mir alles verwüstet. Pilot. Es ist mir zu doof. Aber der fährt ein Auto, Rolf. Alles gut, gut. Aber habt ihr alle einen Rolf, der fährt ein Auto. Das ist kein Auto, das ist ein Chat. Das ist ein Chat. Hä? Meine Herren. Ja. Ruhe jetzt hier hüben, ich muss meinen Chef zerscheißen. Chantal. Herr Gutmann. Mitkommen. Ich zeig dir jetzt mal dein Malheur, was du mir da angerichtet hast. Meinst du, ich war das oder was, du Hampelmann? Ja, natürlich, wer sollte es sonst gewesen sein? Deine Mutter vielleicht? Ich war das doch nicht. Komm her, hier. Alles rausgerammelt, die Tür aufgebrochen. Alles hingeschmissen, die ganzen Papierreiter. Das war ich nicht. Ja, wer sollte es sonst gewesen sein? Du hast immer was gegen mich gehabt. Hier ist einer, der hat eigene Entscheidungen treffen. Du hast gegen mich gehabt.
Der jetzt hat kommt's doch raus. Schon meine Villa durchsucht. Gustav. Jetzt kommt's raus. So behandelst du Gustav also, ja? Herr Kufmann, ja. Wenn Sie und zur Polizei wollen, wir können immer gute Männer gebrauchen, ne? Ja, können wir drüber reden. Das aber nicht Miguel. Besprechen Miguel. Wir später. Ja? Okay. Ja. Wenn du mich noch einmal irgendwie mit Chantal Heul leiser oder was ansprichst, na? Mhm. Dann komme ich zum Landhandel. Mhm. Und da trinken wir mal Bier zusammen. Dabei, ja. Aber auf der unschönen Art. Ja. Ach so. Ich hab was gefunden. Das hast du es kapiert? Ich hab's ja, okay. Schade. Also. Was ist das? Warum müssen die Fritzens immer so Gustav, aggressiv sein, Gutmann? Jetzt benimm dich. Oh Gott, hier ist viel zu viel Lärm. Gustav. Du bist ruhig. Du hast mir alles verwüstet, Alter. Gustav, warte doch erstmal. Warte mal. Der Peter hat was gefunden. Peter, was hast du gefunden? Der Freezy, ich glaub, sie muss uns was erklären. Warum? Oh oh. Ich hab's gesagt, dass das war. Ich hab's ihnen gesagt. Ich war das nicht. Das ich steck's auch mit drin, ist Fritze, ohne Witz. Ey, was? Ich meine, das ey, ey, ich glaub hier gar keinen mehr. Ich glaub hier gar keinen mehr. Ey, ohne Witz. Was hast du denn da entdeckt? Ja, hier. Komm noch mal her, ihr zwei, Manus und Fritzel. Und Fritzel, erklär mir das mal bitte. Sie sollen da rüber gehen! Hä? Gott, ich muss sie jetzt echt anschubsen. Los, gehen Sie hier. Zum Herrn Friedrichsen. Wird's bald, wird's ja. Bald. Und jetzt schauen Sie mal hier diesen Zettel an. Ja, war ich doch schon am Gucken. So. Manus? Miguel, falsches Spiel mit Kunden. Miguel bei Bürgermeister anschwärzen. Gifte Misch. Butterherstellung mischen. Corbin, Telefonnummer. Das ist nicht mein Zettel. Herr Friedrichsen, da ist hier Firmenstempel drauf. Das ist, das. Das war ich wollen nicht. Sie mir jetzt gerade erzählen, dass Sie das Mischfutter vergiften wollen? Wow, ich habe nicht gewusst. Stiften wollen, ernsthaft. Abzulenken, deswegen was, tun Sie Ihre eigene BGA und Ihr eigenes Haus durchwühlen. Das gibt es Sinn. Ey, und jetzt will ich das Ganze mal weiterspinnen. Dem ist sogar zuzutrauen, dass der die hier angezündet hat damals. Versicherungsmäßig. Haben Sie Ihre BGA angezündet, Herr Friesi? Ich habe meine BGA nicht angezündet. Sind Sie sich da ganz sicher? Du willst unser Mischfutter vergiften? Hast du mal die Tiere gedacht? Ey, das will ich gar nicht. Gewusst. Also wenn du ein Problem mit uns hast, ist das ja das eine, aber die Tiere! Ey, seid ihr besoffen? Ist ja dein Zettel, ist ja dein Stempel. Ja, aber mein Stempel, der ist auch dein. Und wieso? Wieso hast du die Nummer von dem? Ich weiß es nicht. Der wird mich schlecht. Das ist nicht mein Zettel. Ich meine, gut, Miguel, falsches Spiel mit Kunden. Ja, das könnte ich vielleicht mal irgendwann geschrieben haben. Aber das andere war ich nicht. Ich würde niemals das Mischfutter vergiften. Zähl ich dir nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich würde den Landhandel abbrechen. Sind Sie da ganz sicher? Ja, aber ich... Machen Sie vielleicht gemeinsame Sache mit dem? Kennen Sie diesen Mann, der sich als Maxwell ausgibt? Nein. Meint ihr, wenn ich mit dem zusammenarbeiten würde, würde ich meine Villa durchwühlen lassen? Na klar, warum nicht? Und die Heiratsurkunde weg. Aha. Willst du vielleicht auch noch Liv loswerden? Nach Harald? Du nach Harald? Warum schiebt ihr mir das jetzt in die Schuhe? Ihr habt doch alles mitbekommen, was der Corbin da gemacht hat. Warum soll ich das denn jetzt gewesen sein? Weil der Zettel sagt doch alles. Der Zettel sagt nur, dass ich Hass auf dich habe. Und das weiß jeder hier in Schwatzingen. Also, Rolf, hast du es mit? Also, schreib das auf. Ja, ich notiere mir das gerade alles sehr schön. Sehr interessant, Ihre Schlussfolgerungen. Was? Mischfuttervergifter! Warum sollte ich das Mischfutter vergiften, wenn ich es doch selber kaufe? Um uns zu schaden. Sind Sie sich da ganz sicher, Herr Freezy? Jetzt denken Sie mal ganz genau nach. Miguel? Ganz genau. Ich habe nämlich damals ein Gutachten machen lassen von der BGA. Ich hab gerade Silage aufgeladen. Wohin? Ne, die ist hinten im Anhänger. Wo soll die hin? Jetzt ja, zu uns in die Futtermischanlage. Achso, ich dachte, Sie haben gerade Mischfutter rausgenommen. Dass du so weit gehst, hätte ich nie gedacht. Herr Freezy, ich habe ein Brandgutachten machen lassen. Es ergibt alles seinen Sinn. Ein Brandgutachten? Alles vielleicht, ergibt Sinn. Vielleicht ist das noch ein alter Zettel von Ole damals oder das so. Das bezweifle ich. Der hatte doch auch Hass auf den Landhandel. Wer in Schwatzing hat nicht Hass auf den Landhandel? Nennen Sie mir einen. Ja, wow! Sie haben den meisten Grund, Hass auf den Landhandel zu haben. Alle lieben den Landhandel! Warum sollen denn alle den Landhandel hassen?
Ey, fragen Sie doch jeden, überall, wo ich hinkomme. Und wo warst du? Ja, ich komme gerade von Lantern. Oh, da wartest du ewig. Jeder sagt das. Alle sagen das. Und ja, ich aber bin jetzt hier der Schuldige. Liegt der Zettel bei Ihnen. Ihre ja. BGA ist mutwillig abgefackelt worden. Punkt 1. Der Zettel liegt hier bei Ihnen. Punkt 2. Ganz zufällig ist der Typ bei Ihnen oben. Du Arschloch! Wenn ich dich kriege, du Pisser! Ich war das nicht! Da ist er, Rolf! Da müssen wir jetzt mal hinterherfahren, dann können wir das Ganze mal klären. Ja, schön, Friesi, schön. Fahr doch mit hinterher gleich, dein Kumpel hier. Scheiße. Ja, fahr allein! Gustav, glaubst du wirklich, dass ich das war? Ich weiß zur Zeit gar nichts mehr. Oh mein Gott, ich bin bei Rolf ins Auto gestiegen. Wer soll das sonst gewesen sein? Rolf, ich bin bei dir ins Auto gestiegen, das ist nicht gut. Ja, halten Sie. Wow! Er hat Unfall gebaut. Er rammt mich! Anhalten! Stopp, Polizei! Okay, wir drängen ihn ab. Moment, wir drängen ihn ab. Oh, Schleichung, Rolf, ey, ich will nicht sterben, ey, ohne Scheiß. Der fährt wie ein Geisteskranker und das Ding, das ist ein. Das ist ein das der ein, geht echt wie Sau. Das ist ein Kampfjet. So was weißt das für ein Auto? Der ist ein Kampfjet, sag ich doch. Was ist das für ein Kombi? Ich hab. Ich hab vorhin, ey, ohne Witz, ich bin mit dem M8 nicht hinterhergekommen. Ich hab 250 PS hier drunter. Ja gut, aber du hast doch 2 Tonnen Zuladung, ne? Ja, sie halt, ne? Wow. Gehen wir dem Abkürzung. Nee, mach das nicht. Da. Nein. Kriegen wir ihn. Nein, Rolf, hör jetzt auf. Kriegen wir ihn. Rolf, bitte. Wir kriegen ihn. Nein. Wir kriegen ihn. Ich wusste es. Au, oh Gott. Das ist nicht der Worte zu fassen, Rolf. Wie gottverdammt schlecht muss ein Mensch Auto fahren können? Um an dich ranzukommen! Nee! Nein! Nein! Ich kann's aber nicht ausmachen! Ja. Geht's dir gut, Herr Manus? Ja, passt schon. Und ihr so? Und so die Frau eine Stünkte neben uns. Also irgendwie. Ich krieg das scheiß Horn nicht aus. Ah, Frau Eilig, lass. Frau Eilig, nicht wundern, wir sind auf einer Verfolgungsjagd. Alles okay. Könnt ihr uns mal irgendwie umdrehen? Muss mein Horn auskriegen. Oh, nicht schon wieder, oder? Manu, sie geht da wirklich gut, oder? Ich bin ganz entspannt hier. Okay. Ich warte nur drauf, dass wir weiterfahren, sonst ist alles gut. Okay. Ja. Ach, verdammt. Wir brauchen mehr Anlauf. Ich glaube, da sehen Sie selber, dass das nicht geht. Es dauert, bis ich meinen Frontlader da habe. Naja, ich sag mal so, wir gehen nicht weg. Das ist total angenehm, dieser Ton die ganze Zeit nebenbei. Was? Kann man den nicht ausschalten? Nee, ich komme nicht an den Schalter. Er kommt nicht ans Knöpple. So hängen. Ja, Vollgas. Oh. Jo, okay, wir werden einfach drauf gehen. Wow. Ja, wir steigen einfach aus und gehen weg, Herr Manus. Das ist nie passiert. Kommen Sie. Hi, Peter. Herr Manus, kommen Sie raus? Komm, ich mache Ihnen die Tür auf. Moment. Moment, geh mal weg. Vorsicht, Rolf, ne? Ey, ich glaube, ich versuch's gerade mal. Schau raus mit Ihnen. Schnell, der Ton, der... Ich weiß nicht, ob irgendwann was in die Luft fliegt. So. Bin mal so freifreulich, ja? Ja, der ist ein Zweiser. Ja, nur mal angenommen, der fährt vielleicht nur mal hier vorbei, dann hält er vielleicht an, wenn er die Sirene hört. Dann kriegen man. Ja. Dann kriegen man. Wow. Vorsicht. Ich war noch nie so wirklich, gut im Auto fahren. Ich werde vielleicht besuchen. Alter, ihr habt das gar nicht mitbekommen, wie wir vom Berg runtergefahren sind, haben wir eine 10-fache Pirouette gemacht. Rolf. Für meinen Frontlader. Ja. Das ist die zweite oder dritte Chance, wo wir vertun. Der Typ führt uns hardcore, richtig hardcore an der Nase rum. Ich besorge mir das nächste Mal ein neues Polizeiauto. Dann und ich will wissen, was mit dem Fritzel ist. Warum ist der Zettel bei dir? Ich glaube, das hängt irgendwie zusammen, Herr Manus. Ich entschuldige mich bei Ihnen, Sie hatten recht, wirklich. Aber ich glaube, das hängt irgendwie zusammen. Wir haben wirklich ein Brandgutachten gemacht, wo drin steht, dass die BGA mutwillig angezündet wurde. Ja? Da steht in diesem Brandgutachten drin. Können Sie beim Herrn Schlag anfordern. Das ist jetzt Wahnsinn. Diese komische Scheiße hier mit dem nie Zettel. Zugetraut. Also, ich auch nicht. Wir müssen auch dringend mit dem Herrn Friesi reden, wenn mal mein Auto wieder auf dem Dach steht. Wir müssen auch unbedingt nochmal hin. Es ist unfassbar. Peter, ist also, das keiner schafft. Herr Manus in Bayer?
So ganz kurz, um sie abzuholen, der Fritzel ist getürmt. Was? Wie, der ist getürmt? Der ist abgehauen. Der ist geflüchtet? Ja. Ja, Grenzen dicht machen! Er hat gesagt, wir können ihn alle mal und so quasi, er nimmt jetzt das in die eigene Hand und ist ab. Herr Manus, lassen Sie das einfach da liegen. Das passt schon. Kommen Sie einfach her, dann hören wir das Geräusch nicht. Herr Bayer? Oder wie auch immer, meinem Traktor jetzt, ich komme in den Radlader und versuche es umzudrehen. So, Peter, nochmal bitte. Was ist mit dem Fritze? Der ist abgehauen jetzt gerade. Der hat gesagt, wir können ihn alle mal. Er macht das jetzt auf seine Tour. Ich rufe jetzt sofort bei der Bundespolizei an. Die sollen alle Grenzen dicht. Auf seine Tour ist nicht gut. Auf seine Tour ist gar nicht gut. Aber jetzt lassen Sie uns nochmal nachdenken. Moment, lassen Sie uns nochmal nachdenken. Was hat Corbin gesagt? Oder Fake Corbin? Oder wie auch immer. Wer das auch immer ist. Rolf. Was auf dem Auto drauf war. Da. Wie auf dem Auto drauf. Ja, auf dem Auto. Was war da? Wo da? Hinten ist er! Schnell! Ja, wir kommen mit 250 PS BMW nicht hinterher und jetzt... Oh. Ey, von siehst du, wie der uns verarscht? Der verarscht uns komplett. So, was, wo war, was war auf Schuss. Dem Auto drauf? Was hat er gesagt? Okay, mach dir keinen Schuss. Er stand doch NW. Und ich habe das vorhin, wo ich das Foto geholt habe, kurz mal mit den Datenbanken verglichen. Ja. Es gibt nur ein Kennzeichen, wo NW... so komisch dasteht, dass es praktisch vorderhalb vor den eigentlichen Buchstaben ist. Ja. Und das ist New Woodshire. Nein. Doch, wir müssen nach New Woodshire. Wir müssen nach New Woodshire. Meinen Sie, der Herr Freezy ist dahin? Wenn er ein bisschen Grips in der Birne hat, dann schon. Ja, wenn er mit dem zusammenarbeitet, in New Woodshire. Also, pass auf, folgendes. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die erste ist, er arbeitet wirklich mit dem Typen zusammen. Das wäre zu krass. Dann ist er jetzt in New Woodshire. Oder die zweite Möglichkeit ist, er hat so viel Grips in seiner Erbse, dass er jetzt das in die eigene Hand nimmt, hier selbst Justice-mäßig das machen will und hat jetzt auch NW New Woodshire rausgefunden und fährt dorthin. Sag mal, sind die alle besoffen hier? Irgendwie kann da keiner fahren. Nee. Also, ich würde fast behaupten, wir sollten nach New Woodshire. Wir müssen nach New Woodshire. In diesem Sinne, meine lieben Freunde. Ich werde bei der Bundespolizei anrufen. Achso, ja. Okay. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wir sehen uns heute Abend 20 Uhr im Livestream. Da geht's weiter mit Ruffarming. Es bleibt spannend. Lasst das Däumchen da und spam die Kommentare voll. Bis dahin. Tschüss. Ja. Und schaut bei Füße vorbei, wo der Account ist. Der Sack. Naja, wisst schon.